In Dänemark gibt es Stimmen, die die Einführung der Scharia fordern. Dort, wo mehrheitlich Muslime leben, soll das islamische Rechtssystem gelten. Eine Organisation namens Ruf zum Islam will in Vierteln mit überwiegend muslimischer Bevölkerung sogenannte Scharia-Zonen einrichten. Rund um die Uhr soll dort eine Art Moralpolizei darauf achten, dass kein Alkohol getrunken wird, dass keine Glücksspiele stattfinden und keine Diskotheken besucht werden. Unklar ist allerdings, ob die Regeln nur für Muslime gelten sollen oder für alle Einwohner der genannten Viertel. Der Vorschlag sorgt für Zündstoff. Aus Kopenhagen berichtet Henna Hebestreit. Es sind nur wenige Minuten von den Prachtboulevards Kopenhagens bis hierher, bis in die Problemviertel. Die Kriminalität ist hoch, gerade unter Einwanderern der zweiten oder dritten Generation. Vor allem junge Muslime fallen hier auf. Und die könne man durch die Einführung der Scharia in den Griff bekommen, meint Aftan Aftic, Sprecher fundamentalistischer Moslems in Dänemark. Muslime sind generell gläubiger als andere. Wenn wir sagen, Allah verbietet dies und das, dann gehorchen sie uns, weil es ihre Religion ist, im Gegensatz zur Polizei. In der neuen Mitte-Links-Regierung ist Karin Hekkerup Integrationsministerin. Sie hat keinerlei Verständnis für die Forderungen der Salafisten. Wenn Salafisten meinen, Untreue solle mit Steinigung bestraft werden oder Diebstahl mit dem Abhacken der Hand, ja, wenn sie sogar meinen, derlei würde die Integration befördern, weil es junge Menschen erzieht, dann kann ich nur sagen, Dänemark ist ein Rechtsstaat und es gilt allein das Recht, das vom Parlament beschlossen wird. Gegen Recht und Gesetz möchten auch die Salafisten die Scharia nicht einführen, auch wenn Aftic das bedauert. Wir haben keine formelle Macht, deswegen können wir unser Strafsystem noch nicht durchsetzen, etwa die Steinigung oder das Abhacken der Hand. Das können wir nicht einführen, weil die Scharia in Dänemark nicht gilt. Leider. Wenn wir jedoch die Menschen von der Scharia zukünftig überzeugen, dann können wir so weit gehen. Aftic vertritt nur eine kleine muslimische Splittergruppe in Dänemark. Er spricht nicht für die Mehrheit der Muslime im Land. Doch seine mittelalterlich anmutende Forderung findet auch Verständnis. In den Ghettos leben so viele Muslime, denen würde die Scharia durchaus helfen. Sie ist das Gesetz des Propheten und wir müssen uns danach richten, was er fordert. Auch mit allen Konsequenzen. Ich halte das für keine gute Idee. In Dänemark muss es ein Recht geben für alle und keine Sonderregeln für eine besondere Gruppe. Bei den Wahlen haben sich die Dänen zuletzt für Toleranz entschieden. Bei Recht und Ordnung wollen sie wohl keine Kompromisse.